Hallo, hier ist wieder Hannelore Dreves von der Hobby Company aus Quickborn. Endlich wieder aus meiner Kreativwerkstatt. Und ja, jetzt sind die Arbeiten hier fast abgeschlossen. Es sieht schon toll aus, allerdings muss ich noch einräumen. Nun brauche ich aber ein kleines Dankeschön für ein Trinkgeld, ganz speziell für den Elektriker oder für die Firma, die die Elektroarbeiten hier gemacht hat. Also gucken wir mal, was dabei rauskommt. So, ich habe als erstes ein Stück Farbkarton in Jeans Blau und das schneide ich jetzt mal zur Hälfte durch. Also das ist DIN A4 und das ist jetzt DIN A5. So, und dann teile ich das noch einmal. Das ist 21, also auf 10,5. Teilen heißt bei mir falzen. So, also und jetzt habe ich hier meine Klappkarte. Das brauche ich noch mal. Dann habe ich mir hier unser neues Umschlagpapier. Das gibt es ja auch in Jeans Blau. In den In-Color-Farben, in den neuen In-Color-Farben. Und ich nehme jetzt hier für einen Herrn, ist glaube ich dieses, ja, dieses Rautenmuster oder was das ist, ganz gut. Und da brauche ich jetzt zwei Teile und da das dann gerade so hinkommt, nehme ich da 6x6 Inch oder 15,3x15,3 ist das, glaube ich, oder so ähnlich. Also zwei. So, jetzt kommt hier das Stanz- und Falzbrett für Briefumschläge zum Einsatz. Da ist hier mein Falzbein drin. Wer es nicht kennt, hier sind immer die Inch und hier unter sind die Zentimeterangaben, was man jetzt immer hier im Video, glaube ich, etwas schlechter sieht. Und hier ist eine Stanze drin. Hier habe ich eine Falzlinie. So, und jetzt lege ich mein Papier auf 6,5 cm an. Stanze und Falze. Dann lege ich diese Nase hier in Verlängerung meiner Falzlinie und mache genau das Gleiche. Und das mache ich jetzt rundherum und mit dem zweiten Blatt mache ich noch mal genau das Gleiche. So, das ist fertig. Jetzt kann hier alles gefalzt werden. Nicht zu doll, weil es ein recht dünnes Papier ist. So, meine Karte. Und ich kann es jetzt entweder so machen, dass ich das so arbeite und dann so einklebe und dann kann man den Gutschein oder das Geld dann so rausziehen oder eben, dass man das so macht. Und so möchte ich das jetzt machen und dafür schneide ich das Teil jetzt hier weg. Und hier mache ich mir so eine kleine Markierung hin. Und ich hoffe, ich sehe das jetzt. Von da nach da. Und schneide mir diesen Zipfel ab. Und habe jetzt hier so eine kleine Tasche, die ich jetzt hier reinklebe. Und das gleiche mache ich mit der anderen. Ja, und dann muss das Ganze nur noch verziert werden. Und da habe ich mir schon so ein paar Stempel hier zurechtgelegt, so ein paar Sets, wo ich denke, dass die ganz gut passen könnten für ganze Kerle. Country Living und One Wild Ride. Okay, ich gucke jetzt mal, wie ich das am besten verziehe und zeige dir dann, wie es fertig aussieht. Und das ist jetzt mein fertiges Teil. Ich habe mich so ein kleines bisschen umentschieden, weil mir noch dieses Stempelset hier in den Sinn kam oder in die Finger kam. Und zwar ist das ein Gastgeber-Set. Ich habe das schon gezeigt, weil die Biene so einfach so süß ist. Wortspielereien. Und diese Glühlampe passt natürlich super für eine Firma, die mit Elektrosachen und mit elektrischen Sachen arbeitet. Ja, dann dazu das Werkzeug. Das hatte ich ja schon gezeigt. Das ist hier aus dem Set für ganze Kerle. Und das ist so schön groß. Das habe ich hier aus diesem Schriftenset zum Dank. Genau.
Ja, hinten habe ich nur meinen kleinen Spruch drauf, den ich eigentlich so liebe. Genieße den Tag, denn jeder ist ein Geschenk. So, das Ganze habe ich so ein bisschen verschlossen hier mit einem Magnet, kann man aber auch ein Band drum machen. So, und da sind jetzt hier meine beiden Taschen drin. Es ist natürlich gewollt, dass es so verkehrt rum ist, oder das ist nicht verkehrt rum, sondern dass es so verschieden ist. Ich habe hier drin und auch draußen noch das Stempelset Gorgeous Grunge verwendet. Da sind ja diese Kleckse bei. Und dann habe ich das Ganze jetzt mit dem, ich habe ja Jeansblau verwendet, mit dem Grasgrün hinterlegt. Ich finde, das sieht immer so toll aus, so dunkelblau oder so dieses Jeansblau und dann dieses krasse Grün dazu. Und das habe ich ja hier vorne dann auch noch mal wiederholt. Hinten auch. Okay. Und hier auf der Lampe stand Liebe, das habe ich so ein bisschen abgedeckt. Das könnte ja auch zu falschen Schlüssen führen. Das Herz, okay, das habe ich gelassen, kann ja auch herzlichen Dank heißen. Und ja, jetzt habe ich hier meine kleinen Taschen und kann da das Trinkgeld reingeben und vielleicht noch einen kleinen Gruß. Kleines Dankeschön. So, das war mein erstes Video hier wieder aus meiner Kreativwerkstatt. Und wenn ich fertig bin, dann zeige ich, wie das hier, oh, wie toll das hier geworden ist. Wirklich super schön. Also, das war's aus Quickborn. Tschüss!